Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein, vom Dorf zur Stadt zur Metropole. Ja, mit den Arbeiten an unserem Inselpflanzverbundanlagengedöns oder wie auch immer es jetzt hieß, sind wir fertig und jetzt sind wir wieder zurück in Lilienstein. Ja, zu Hause ist doch am schönsten, sagt man ja auch. Ja, bahnt sich da hinten etwa die große Liebe an? Man weiß es nicht so genau. Ja, hier hat sich noch gar nichts verändert. Leider. Noch komme ich mit meinen Dorfbewohnern einfach nicht überein. Aber das kriegen wir schon noch hin und wenn es sein muss, mit Gewalt. So, was macht ihr da oben? Da wollte ich ja nochmal was umbauen. Das stimmt ja alles noch nicht so wirklich. Gut, ich war jetzt auch lange nicht hier. Das heißt, hier kann sich nichts geändert haben. Genau, 3 Kartoffeln. Na, mal gucken. Kriegen wir auch noch irgendwie gebacken. Ja, ihr habt mir schon ein paar Vorschläge gemacht, was wir noch bauen können. Unter anderem ein Eishotel. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Wir gehen jetzt ja theoretisch auch auf den Winter zu, wenngleich ich das da draußen irgendwie... Obwohl es heute, ja, der 11.11. ist, kann ich das noch nicht so wirklich nachvollziehen. Aber rein kalendarisch wohl ja. Ja. Und mit den Tropenbäumen möchte ich noch so eine Baumhaussiedlung bauen. Da kommen wir aber auch noch später dazu. Muss ich mir erst mal überlegen, wo und wie und was. Ist beim Eishotel einfacher, denn ich habe riesige Eisbiome bei mir in der Gegend und da kommt es dann noch hin. In der Zwischenzeit habe ich hier die kleine Festungsanlage schon mal angefangen, von der ich mal gesprochen hatte in irgendeiner Folge. So sieht die dann im Moment aus. Ist natürlich bei weitem noch nicht fertig, aber naja. Der Anfang ist zumindest schon mal gemacht. Ja, und da baue ich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Bis ich mich dann mit den anderen Projekten so auseinander dividiert habe, was wohin kommt, wie es dann auch aussieht. Oh. Ja. Ich denke, gerade aus dem Eishotel, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen als nur ein Eishotel. Ich denke da so in Richtung Wintersportressort. Und ich denke mal, sowas lässt sich gut verwirklichen. Müssen wir nur mal schauen, wo und wie. Ah gut, wir ist gut. Ich muss schauen, denn ihr... Ja gut, teilweise könnt ihr es ja auf der Karte so sehen. Ich vermute mal, es wird dann irgendwo auf der Karte gesprochen im Nordwesten sein. Da habe ich ein großes Eisbiom. Wo auch dieses Packeis in diesen lustigen, ja, baumartigen Formationen wächst. Und Hügel haben wir da auch zur Genüge, um uns dann dieses Wintersportgedöns dann da noch vorstellen zu können. Und ja, da werden wir das dann auch hinbauen, so wie es aussieht. Aber in der Zwischenzeit mal wieder hier ein bisschen an der Stadt weiterbauen, ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Da haben wir jetzt also das Haupthaus und noch hier so einen kleinen Hügel. Da wollte ich einen Turm draufsetzen. Werde ich wahrscheinlich auch tun. Wobei ich zugeben muss, das Haus ist momentan ja auch zum Teil nur eine Kulisse, denn ja, hier ist noch alles offen. Das soll so natürlich nicht bleiben. Setzen wir mal schnell hier noch die Wand zu. So. Wir müssen auch mal gucken von der Mauernhöhe her, ob das überall so passt. Und ja, ist also noch genug zu tun. Hier vielleicht so Treppenstufen, das sieht dann schöner aus.
Und hier die Tür ein bisschen rustikal. Das waren jetzt zwei Tasten gleichzeitig gedrückt. So. Ja, dann haben wir hier einen noch sehr dunklen Innenraum. Der bleibt natürlich so nicht dunkel. Und das Dachgeschoss ist auch noch vollkommen verschlossen. Da muss ich wieder ein bisschen Decke rauskloppen. Naja. Alles mit seiner Zeit, ne? Sieht vom Dach her ein bisschen komisch aus, aber ich wollte hier kein richtiges Spitzdach bauen, jedenfalls bei dem Hauptgebäude nicht. Das wäre mir einfach zu groß geworden. Es ist halt das Blöde, dass man keine anderen Winkel nehmen kann als hier die 45 Grad. Und ja, dann wäre das Dach irgendwo so auf dieser Höhe hier rausgekommen, total überdimensioniert. Deswegen habe ich es ein bisschen abgeflacht. Nur mal so. Ja, ich glaube, was ich noch gar nicht gezeigt hatte, ist, das ist ein hässliches Gebilde geworden. Ist hier mein Aussichtsplateauturm. Naja. Ja, ich weiß, schön sieht anders aus. Aber immerhin funktioniert das Teil. Wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich gerade aufnehme. Wir gucken mal. Ja, war ja klar. Das muss irgendwie, weiß nicht, an der Servergeschichte liegen oder so, dass das mit den Ticks manchmal so nicht passt. Komisch. Im letzten Durchlauf, ohne Aufnahme, hat das funktioniert. Noch zwei Versuche machen wir. Das ist komisch. Ah. Ich stand nur blöd. Okay, man muss hier also perfekt stehen, damit es funktioniert. Gut zu wissen. Ja, das ist jedenfalls dieser Schleimblockaufzug, der uns jetzt hier hochgeschleudert hat. Ja, auf kleineren Umwegen. Nett, oder? Ja, dieses Gebäude müsste ich ja auch mal fertig machen. Das ist ja das große Gebäude, bei dem ich überhaupt keinen Inhalt für habe. Das ist irgendwie auch genial. Aber ich habe es halt mal gebaut. Ja, ist halt manchmal so. Warum stehen die Schafe auf dem Friedhof rum? Interessant. Ja. Vielleicht sollten wir uns aber jetzt vornehmlich mal um diese Dorfbewohner hier kümmern. Es nervt nämlich langsam. Oh, oh. Ja, gucke mal. Wie der Vater, so der Sohn. Hallo, na du? Wie heißt du denn? Hm? Möchtest du nicht mit mir reden? Nein, gut, möchte er nicht. Wie heißt denn der Kleine? Keine Antwort. Ah, ich kann leider mit dir nicht handeln. Ich habe kein Fleisch dabei. Und nur ein Hühnchen. Tut mir leid. Aber schön, wir haben endlich den ersten Nachwuchs. Ich fasse es ja nicht. Bist du die Mutter? Hm. Weiß man auch nicht so. Das heißt, wir haben jetzt endlich vier Heinis hier. Na, ist ja toll. Eins, zwei, drei und der vierte ist der Kleine. Ja, passt. Und irgendwie haben die jetzt so ihren Lebensmittelpunkt hier auf den rechten Flügel da verlegt. Ja, da ist er wieder. Guck, guck. Soll mir aber nur recht sein. Ich habe den hier überall so Essensspender hingebaut, wo sie sich versehentlich Essen holen können. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich sag jetzt einfach mal ja. Vielleicht sollte ich die jetzt auch nicht weiter stören. Ich glaube, wenn ich da störe, dann... Aber egal, ich bin so jetzt happy.
Es hat funktioniert, wie auch immer. Aber das soll natürlich nicht Ende der Fahnenstange sein. Ich will mehr. Viel mehr. Ich dachte schon, so 20 bis 30 Leute würden hier doch durchaus reinpassen. Wer mir übrigens irgendwie abhanden gekommen ist, ist der Schneegolem. Kann sein, dass der sogar despawned ist. Dass der hier gar nicht so richtig hingehört und dann wieder verschwindet irgendwann. Eigentlich kenne ich das ja nur, dass so Mobs wie zum Beispiel Wölfe oder so, die würden auch wieder despawnen, weil die als feindlich gelten. Das scheint aber offensichtlich bei dem Schneegolem ähnlich gelagert zu sein. Ein bisschen schade, aber okay. Die Eisengolems wenigstens nicht, die bleiben. Und jetzt hat er ja auch Dorfbewohner, die er beschützen kann, ist also jetzt nicht ganz so sinnlos, sein Dasein. Ja, der Schneegolem ist tatsächlich verschwunden. Tja, da kann man nichts machen. Muss ich nochmal nachlesen, aber wahrscheinlich ist meine Theorie richtig. Ja, und ich muss sagen, ich finde es immer wieder schön, hier mal einfach nur so drüber zu fliegen. Auch mal gerade so, insbesondere bei Nacht, weil ich ja wirklich versuche oder es auch tue, hier alles immer schön auszuleuchten. Das sieht einfach schick aus. Deswegen würde ich es schade finden, wenn ich die Nächte immer überschlafen müsste. Und von daher bleiben die Monster auch aus. Ganz einfach. Aber irgendwas stimmt doch mit dem Leuchtturm nicht. Solltest du nicht eigentlich... Ah. Da spinnt irgendwas. Toll. Inventar voll gemüllt. Was schmeißen? Ich will da eigentlich nichts hinwerfen. Na egal. Ach so, ich darf hier nichts hinwerfen. Das ist ja ein Trichter. Warum sagt mir das denn keiner? Naja. Okay, dann holen wir jetzt nur mal den glatten Sandstein da raus. Na, komm. Oh, zu langsam. Jetzt. So, warum war denn da so viel Stein drin? So, der obere stimmt, der untere stimmt leider auch nicht. Aha, da komme ich nicht dran. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich da mal so viel Stein reingeschmissen habe, aber dann ist es logisch, dass diese Glocke quasi ständig an ist. Komisch. Das finde ich sehr merkwürdig. Wer hat mir Stein da reingeworfen? So, wie kommen wir denn jetzt an den da dran, um zu gucken, ob da dasselbe Problem herrscht? Tja. So, da sind rote Blumen drin. Da müssen wir was ins Meer werfen. Ah, werfen wir so eine Tür weg. Nach 5 Minuten verschwinden die sowieso wieder. Ist also nicht so schlimm. Also ich bin mir sicher, dass ich hier nicht 100 Blumen reingeschmissen habe. Ob hier vielleicht irgendwann mal der Server verschluckt hat oder versehentlich hier die Sachen geklont wurden. Anders kann ich mir das jetzt im Moment nicht erklären. Ja, guck doch mal, wie viel da drin ist. Ich meine, da konnte ich ja gar nicht rankommen. Und der hat ja vorher mal funktioniert. Ja, tonnenweise Blumen.
Das ist jetzt aber mal spannend. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ist das irgendein Bug oder so? Ich vermehre Blumen durch Trichterklocks. Wird es auch mal weniger hier? Guck doch mal, wie viel ich da raushole. Ah, langsam wird es weniger. Er fängt auch wieder an, so zu funktionieren, wie er soll. Na. Eine wird ja vollkommen reichen. Also mehr sollten auch gar nicht drin sein eigentlich. Das ist irgendwie jetzt... Ich glaube, ihr merkt, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Gerade so. Von der Situation. Okay. Jetzt ist tatsächlich nur noch eine Blume drin. Und jetzt sollte das Licht auch wieder so umlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich mal nachlesen. Das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr verdächtig. Ah gut, jetzt hat die Folge deswegen eine Überlänge bekommen. Ja, wenn ihr euch das jetzt nicht zu Ende angeguckt habt, dann nehme ich es euch nicht übel. War jetzt ja nicht wirklich spannend. Ich baue jetzt so ein bisschen noch an dem Häuschen hier weiter und suche mir schon mal einen Bauplatz für das Eishotel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da mache ich dann entweder hier weiter oder wir starten schon im Eishotel. Das weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Also, tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.